Nicht nur der anstehende Herbst bringt Farbe in die Welt, sondern auch diese neuen Motive auf der U5. Onesto und Tinho heißen die beiden brasilianischen Street-Art-Künstler, deren bunte Werke in Frankfurt-Eckenheim der Presse vorgestellt wurden. Im Rahmen des Ehrengastauftritts von Brasilien bei der diesjährigen Frankfurter Buchmesse lud die Schirn-Kunsthalle einige brasilianische Künstler nach Frankfurt ein, die die Stadt mit ihren Bildern verzieren sollen. Onestos und Tinhos Werk bildet das Highlight des Projekts. In Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft Frankfurt bemalten sie einen U-Bahn-Zug der Linie 5. Der verzierte Zug soll regulär in Betrieb genommen werden und die Bilder so durch die Stadt transportieren. Wie lange die Werke aber unterwegs sein werden, steht noch nicht fest. Ich denke, wenn die Reaktionen darauf in der Bevölkerung so sind, dass sie sagen, ja bitte lass das. Das ist natürlich das, was wir uns erhoffen. Dann wird das schon eine Weile in der Stadt auch zu sehen sein. Mal sehen, wie lang. Neben der zur Schaustellung kreativer Street Art verfolgt der Frankfurter öffentliche Nahverkehr auch eigene Ziele mit dem Projekt. So erhoffe man sich auch einen Rückgang illegaler Schmierereien auf den Fahrzeugen. Ich glaube, dass das ein guter Weg ist, den wir beschreiben, dass wir konkrete Flächen zur Verfügung stellen, dass wir Leuten sagen, nein, mach das nicht auf eigene Hand und beschmiert dann oftmals zum Beispiel die Fensterflächen dort. Redet mit uns und wir stellen euch auch solche Flächen zur Verfügung. We love to paint trains. Wir Sprüher malen gerne auf Züge, was ja meistens illegal ist. Aber diesmal hatten wir die Erlaubnis, also auch viel mehr Zeit und mussten uns keine Sorgen wegen der Polizei machen. Tinho ist für seine Bilder von Kindern bekannt, die er oft traurig oder kauernd darstellt. Inspiration für seine Werke sind die unzähligen Kindesentführungen im Brasilien der 90er Jahre. Sein Kollege Onesto bildet dagegen abstrahierte Personen ab, die Begegnungen im Mikrokosmos Stadt repräsentieren sollen.